Willkommen beim Datenschmutz-Video-Podcast. Ich stehe heute im Hauptquartier von Nokia Österreich mit Karl Pletschko, Head of Internet Services von Nokia. Und er wird erklären, was OBI genau ist, welche Services das sind und wie die Strategie von Nokia damit ausschaut. Also, was ist OBI? Also OBI ist Finnisch. OBI heißt Tür. Wörtlich übersetzt heißt es, es ist eigentlich offen. Das heißt, es ist die mobile Welt, die mobile Internetwelt, die Offenheit und dergleichen umgesetzt in unserer OBI-Plattform, in unserer OBI-Strategie. Die Plattform ist relativ neu, oder? Die Plattform gibt es jetzt seit Ende letzten Jahres. Ist eine Service-Plattform mit mehreren unterschiedlichen Services, angefangen bei Mail, Maps, Messaging, Music, Fotografie, also alle mobilen Services in dieser Plattform zusammengefasst. Auch Datensynchronisation, also die Geschichten, die dann eng verzahnt sind mit dem Handset. Genau, Synchronisation ist eigentlich das Grundkernprinzip. Das heißt, egal ob ich es am Web verwende oder am Mobiltelefon oder über meinen Client, über die PC oder OBISuite, die Synchronisation ist das Grundfundament von den gesamten Services. Welche Services bietet OBI insgesamt? Also angefangen bei Kalender, Kontakte synchronisieren, haben wir Music Services wie den Nokia Music Store, also auch ein Teilbereich der OBI Services. Dann haben wir Messaging in der Form mit OBI Mail, das heißt für Leute, die noch keine E-Mail-Adresse haben, die haben die Möglichkeit dort Full-Service-Lösung sozusagen. Full-Service-Lösung sozusagen. Dann haben wir Maps, OBI Maps als klassische Navigationslösung von Navigation von A nach B, aber natürlich auch lokale Suche mit lokalen Point of Interest. Dann ist dabei das Games in der Ausprägungsvariante Engage, das heißt Multimedia, Gaming, HD Gaming direkt auf dem Device. Also es zeichnet das People und Places aus, und zwar, es ist eigentlich, für mich ist es wichtig, an welchem Ort befinde ich mich, welche Ereignisse gibt es, haben diese Ereignisse eine Relevanz für mich, wie zum Beispiel, will ich heute am Abend ins Kino gehen, wenn ich ins Kino gehen möchte, ist der Film, den ich mir ansehen möchte, auch heute wirklich im Programm, gibt es noch freie Plätze und dergleichen, oder welches Restaurant hat offen, oder hat es gerade eine Sommerpause, welche Speisen kann ich essen. Das ist dieses People and Places. Und jede Service von der OBI-Plattform steht in diesem People and Places-Kontext. Angefangen mit Maps, wir haben vor einigen Wochen die Third-Party-API veröffentlicht, dass man seinen Content und seine Services auf dieser Location-Plattform veröffentlichen kann. Du kennst ja technisch sehr gut aus, und wenn ich das schon vom Mikro habe, muss ich natürlich fragen, was kann man so für die nächsten Monate an S60-Entwicklungen erwarten, soweit du dazu schon etwas sagen kannst? Also es wird sehr, sehr spannend werden die nächsten Monate. Also man kann sich rund um diese People- und Places-Strategie sicherlich einiges erwarten. Wir verwenden es teilweise schon intern. Es ist sehr, sehr spannend einfach zu sehen, wo geht's hin, was bringt mir das zusätzlich noch, und vor allem auch, wie vernetze ich mich mit anderen. Also das, was Facebook und Twitter, du hast ja schon vorleben, das ist schon sehr, sehr spannend zu beobachten, wie das auch mobil in den OBI-Services Verankerung hat oder Verankerung findet. Also es ist schon, die nächsten Monate werden sicherlich noch sehr, sehr spannend. Dazu noch vielleicht, um das besser verständlich zu machen, wenn ich mich auf OBI registriere, habe ich ein Profil, ja. Das sozusagen auch ja schon der erste Schritt ist, wie du eben gesagt hast, das in Richtung Social Network auszubauen. Also das ist ein ganz anderes Paradigma als Handy mit Synchronisationssoftware für mein persönliches Outlook. Ja, wobei das Profil ja jetzt primär dazu dient, eigentlich auch eine Sicherung von deinen Dateien machen zu können, wenn du jetzt zum Beispiel von einem Telefon aufs nächste wechselst, dass du die gesamten Einstellungen und die gesamten Kontakte und Kalendereinträge weiter synkst. Also das Profil ist wirklich
deine Identität, also wie deine Sozialversicherungsnummer oder wie die MAC-Adresse deines PCs ist eigentlich deine Identität. Aber es spricht nichts dagegen, dass es sozusagen einen öffentlichen Teil mal gibt davon. Ja, es könnte durchaus einen öffentlichen Teil geben, aber wie immer zu ungelegten Eiern sollte man eigentlich nicht sagen. Danke fürs Gespräch. Bitte.